die da von uns was haben wollen. Weil das sind ja hier so Fischer. Aber es ist ja quasi sein eigener Fisch. Was ist das? Wenden an besonderen Stellen im Spiel automatisch. Okay. Ja gut, dann... werde ich den hier wohl noch nicht brauchen. Nee, da kann ich auch nicht hoch. Dann werden wir den wohl irgendwo anders brauchen. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt diesen Bereich. Das haben wir hier alles. Das haben wir alles, das haben wir alles. Da können wir noch nicht hin, weil wir zu groß sind. Na, dann gehen wir erstmal hier nach rechts. Das ist nämlich nur ein Häuschen. Haus an den Klippen. Ich kann mich jetzt nicht unterhalten. Ich suche das sternförmige Rad, das an der Brücke fehlt. Mal sehen. Auf dem Weg zum Trockennetz hatte ich es noch. Aber danach hab ich es nicht mehr gesehen. Ihr habt es toll, dann kann ich endlich die Brücke hochziehen. Nee, nicht rausrennen. Ich wollte noch untersuchen. Nein! Och Mann. Los geht's. Drück mir die Daumen. Wofür? Geschafft. Ganz viele Fischis. Eins liegt da noch drauf. Okay, sie ist oben. Zieh sie hoch. Fertig. Jetzt könnt ihr rüber, aber achtet auf die goldenen Krebse. Wenn ihr ihnen zu nahe kommt, beißen sie. Außer ihr habt einen Krebskorb. Nö, hab ich nicht. Fiese Viecher, was? Und denkt dran. Eimer sind für Wasser. Körbe für Krebse. Nicht verwechseln. Soll das ein Wink mit dem Zaunfall sein, dass ich... auch... weiß ich nicht. Ein Krebskorb? Genau, ein Krebskorb. Ich glaube, ich habe gerade vorhin ein fliegendes Schwein mit einem gesehen. Na gut, dann besorgen wir zuerst mal einen Krebskorb. Okay, dann heißt das Ding wirklich Krebskorb. Wir können es nicht mit unserem Eimer aufsammeln. So, jetzt möchte ich aber gerne nochmal zurück. Mal hier hoch. Nee. So. Ja, guck mal hier, hier ist nämlich noch einer. Können wir mit dir quatschen? Und habt ihr den Krebskorb vom fliegenden Schwein bekommen? Nee. Ja gut. Ich finde es auch gut, dass es hier so keine Ladezeiten gibt. Also bisher immer noch nicht. Es ist wahrscheinlich dann wieder abschnittsweise. Was ist das? Bumerang. Ach, neue Waffe. Ach, das ist der Krebskorb. So, was steht hier? Wasserfall der Himmel. Jau! Gerne speichern wir. Ich war eben nämlich noch am Überlegen, wie das hier mit dem Speichern ging im ersten Teil. Ich bin nicht drauf gekommen, aber jetzt weiß ich wieder, wie es funktioniert. So.
Da können wir nicht hoch. So. Jetzt haben wir den Krebskorb. Sammel die goldenen Krebse. Ich da jetzt einfach. Ja, ich glaube. Hallo? Also doch drauf springen, okay. Gut, dann gehen wir wieder zu ihm zurück. Wir haben jetzt unser Soll erfüllt. Erfüllt. Na prima. Und habt ihr alle goldenen Krebse erwischt? Okay, es gibt anscheinend noch mehr goldene Krebse. Gut. Ich dachte, es gäbe nur zwei. Aber anscheinend gibt es dann noch mehrere Stellen, wo wir Krebse fangen können. So, hier war eben, wurde mir angezeigt. Ah. Das ist irgendwie mit der Steuerung gerade ein bisschen komisch. Ach, okay. Diese Kiste zu öffnen, brauchst du AP 30.000. Ach, haben wir schon. Es Rüsselplatte erhalten. Abenteuerhinweis. Es ist von der anderen Seite abgeschlossen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die Kamera sollte, glaube ich, hier noch ein bisschen weiter nach links zeigen. Weil man nicht mit nach oben nach vorne gelaufen ist, sondern mit links. So, was steht hier? Achtung, goldener Krebs. Zum Fangen brauchst du einen Korb. Ja. Tauchen. Ah, okay, das darf man nicht. Das ist gut zu wissen. Okay. Wow, 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 langsam. Da ist ein goldener Krebs. Ich möchte doch ganz gerne da oben die Dinger haben. Okay, das macht nichts. Ich dachte, wir könnten dadurch irgendwas Cooles freischalten, dass da irgendwas rausfällt. Aber schwimmen können wir noch nicht. So wie es aussieht. Wie geht das jetzt wieder nach oben? Gar nicht? Na gut. Dann müssen wir später nochmal hier hinkommen. Was ist das? Das ist ein Löffel. Okay, diese Dinger kann man anscheinend irgendwie kaputt machen. Moment mal, ich muss mal... Moment. Moment, Moment. Ah. Okay, da müssen wir wahrscheinlich unseren Morgenstern benutzen. Ups.
Hallo? Warum ist sie nicht... Warum kann ich sie nicht... Moment. Ah, okay. Ich darf nicht mit Dreieck rausgehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Können wir das überhaupt? Wir versuchen es einfach. Ja, okay, wir können es. Oh, cool! Ja, dann erstmal nach oben. Was ist das denn? Schultüte oder was? Die verhakte Angelegenheit. Ne? Toll, ihr habt es geschafft. Danke, jetzt geht's wieder. Ach, das war ein Fischangel-Dings. Das hier habe ich schon sehr lange. Nehmt es als Dankeschön. Ist das? Wenn du in diesen Kleidern springst, schwebst du zu Boden. Versuch's mal. Okay. Hä? Hey! Der Angelhaken ist weg. Er muss abgefallen sein, als die Schnur hängen blieb. Das darf doch nicht wahr sein. Nee, das darf doch nicht sein. Das war ein Geschenk. Oh, mein goldener Angelhaken. Alles ist Gold. Okay, Moment. Jetzt wollen wir aber hier diese tollen die Vogelkleider auswählen. Und mit Kreis rausgehen. Okay, sieht auch anders aus. Das ist sehr schön. Wow! Das ist cool. Das ist... Und wie komme ich denn jetzt hier weg? Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaube, ich gehe rechts. Weil da kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Oder wir sterben. Okay, jetzt sind wir hier. Nein, ich gehe nach hier. Können wir die schon aufmachen? Verschlossen. Ich glaube, da brauchen wir immer so einen bestimmten Schlüssel für. Okay, hier waren wir jetzt aber schon. Wir waren auch oben, aber nicht ganz oben. Dann müssen wir erstmal hier an das Ding. Ach. Ach, wenigstens stirbt man hier nicht, ey. Alter! Okay, ich bin gleich tot. Das ist sehr schön. Jo, tot. Ach ja. Ende. Ja, und das war jetzt das Let's Play. Will ich speichern? Ja? Ich nehme mal einen anderen Speicherstand. Wer weiß, was hier gerade am Laufen ist, ne? Weiter.